an der Achtuber auf seltene Fische. Und zack, es bimmelt wieder rein. Ich stehe schon ein bisschen länger und teste und teste und teste. Und es gehen verschiedene Störarten hier rein. Und auch sowas wie die Aralbarbe. Und das schmeckt. Also direkt wieder raus hier. Man sieht, glaube ich, genau und direkt, wo ich hier bin. Das ist die Stelle direkt gegenüber von der Fabrik. Und hier werfen wir einfach aus. Ich werfe hier gerade in die Reflexion von diesem Baum, also hier in diese Area rein. Und es, ja, es läuft so nebenbei. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagt, heftiger Hotspot, wo hier konstant nur die dicken Brocken reingehen oder wo hier übelst viel Frequenz ist. Aber das sind mal viele seltene Fische. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 seltene. Das ist doch nicht schlecht von 12. Also kann man noch machen. Und es geht halt Shark hier rein. Es ging mal zwischendurch ein Glattstör mit rein. Aralbarbe. Und ich teste halt gerade auch immer noch ein bisschen. Zwischendrin war ich noch ein bisschen kochen und lecker Mittag machen und so. Also die, es ist ein bisschen weniger aktive Zeit hier drin, als jetzt der Kescher gerade widerspiegelt. Aber trotz allem ist es nicht hochfrequent. Also es sind hier so, naja, vielleicht mal so alle 10 Minuten, dass dann ein Biss reingeht. Zwischendurch mal vielleicht mal ein bisschen mehr Pause oder so. Das schon. Also man kann das eher nutzen, um das so nebenbei laufen zu lassen, so halb AFK sozusagen, immer mal so ein Auge oder ein Ohr drauf haben, ob da was reingeht oder eben nicht. Ja, kohlemäßig bin ich auch sehr gespannt, was die Brocken in der Größe, die sind ja immerhin hier auch maßig, ein unmaßiger Scherk, allein die Aralbarben, zwei Stück hier mit 6 Kilo, das ist schon mal nicht verkehrt. Also alleine vom Cash her bin ich sehr gespannt, bei diesen relativ kleinen Fischen. Ich habe jetzt hier gerade eben ausgeworfen, nochmal eine Rute nur mit einem Einserhaken, nochmal kleiner. Alle anderen oder die ganze Zeit, auch was der Kescher hier zeigt, das ist alles 1-0er Haken. Also schon ein bisschen größer, allerdings auch nicht so super groß, damit man hier eben auch immerhin noch ein bisschen Frequenz hat. Dass hier auf einmal der super ultimative, seltene, sehr große Glattstör reingeht oder dass hier ein großer Scherk reingeht. Ich denke, das ist eher selten. Da könnte man sich dann doch vielleicht eher mit anderen Ködern hier nochmal hinstellen. Denn wenn die Fische ja da sind, braucht man vielleicht einfach nur noch den passenden Köder. Also durchaus eine Option, hier vielleicht mal mit einem Gründling zu probieren oder mit einem Kaulbarsch oder mit der Laube, wo dann eben auch immer mal wieder schön der Glattstör drauf reingeht, beziehungsweise der Scherk drauf reingeht. Und ich glaube, der Glattstör, der ist immer mal so random mit dabei. Aber das werde ich auf jeden Fall auch nochmal testen, vielleicht oder auch gleich mit den dicken, fetten Larven, mit den verschiedenen Naturködern. Da geht bestimmt auch noch ein bisschen was. Ja, vom Setup her, wie gerade schon gesagt, relativ groß das Ganze hier natürlich. 1-0er Haken. Mehr als das kriegen wir ja gewichtsmäßig nicht hin. Also wir sind bei 36 Kilo quasi begrenzt. 36 Kilo Hauptschnur hier, beziehungsweise Vorfach. Und dann auf Krabbe und Fisch mit Flusskrebs und Flusskrebs als Dip. Was haben wir hier? Ich glaube, hier ist das ganz genauso. Genau, Krabbe und Fisch. Und hier geht der nächste schon rein, jawohl. Und auch hier Flusskrebs, Krabbe und Fisch. Also der Flusskrebs ist, glaube ich, hier der Kicker. Ich hatte anfangs noch zwei verschiedene Köderkombinationen, auch mit Krabbe und Muschel und so, ohne Flusskrebs. Und das war nicht so gut. Da waren beide ohne Flusskrebs die ganze Zeit inaktiv. Und die eine Route, wo der Flusskrebs mit drauf war, das war die aktivste. Da ging dann ständig was rein. Also der Flusskrebs scheint hier der Kicker zu sein, das ausschlaggebende Element. Und der nächste Scherk, sehr, sehr, sehr cool. 4,5 Kilo. Witziges Ding mit dem langen Schnabel. Ja, so nimmt man den auch gerne mit. Kleiner Scherk. Ja, und ich bin gespannt, was die so an Cash bringen. Also die sind ja jetzt hier frequenzmäßig. Was heißt Frequenz? Aber ich sag mal, von der Anzahl her sind die halt regelmäßig mit dabei. Ne? 6 Stück jetzt davon, das ist doch nicht so verkehrt. Da können die doch gerne
mehr reinspawnen. So, zack, wieder raus hier auf 25 Meter Clip. Zap. Dann das Ganze schön absinken lassen natürlich wieder. Gucken, dass man vielleicht ein bisschen schwereres Blei hat, weil hier auch natürlich eine ganz heftige Strömung immer herrscht. Und dass man dann eben den Spot hier immer mal wieder mit nachfüttert und der Spot immer mal wieder aktiv ist. Ich habe zwischendurch eine kleine Pause ja gehabt, allein weil ich gerade noch in der Küche war. Aber auch von der Futtermische her dann quasi mal so ein bisschen weniger reingeworfen, dass der Spot halt nicht die ganze Zeit komplett voll gefüttert wird mit drei Routen, sondern eben dann mal nur auf einer Route Futter gelassen. Dementsprechend, ja, war dann deutlich weniger Futter am Ort. Das konnte sich dann so ein bisschen abbauen. Und jetzt werfe ich gerade so ein bisschen wieder nach von der Futtermische. Wir gucken gerade mal eben rein. Die Futtermische, da ist sie. Krabbe, Fisch, Muschel hatte ich hier drauf. Passt das überhaupt noch? Nee, eigentlich passt das gar nicht so ganz, aber es scheint zu funktionieren. Maismehlbasis, Krabbe und Muschel, Krabbe und Muschel. Nee, an für sich gar nicht so ideal. Da sollte eigentlich vielleicht eher der Flusskrebs mit rein. Vielleicht geht das sogar noch mal ein bisschen besser. Komm, wir bauen mal eben eine Futtermische, die sich da vielleicht besser lohnt. Ich würde sagen, eine Kombination machen wir hier mit geschredderten Boilies. Die ballern wir einmal mit rein. So, Flusskrebs haben wir dann einmal mit drin. Und dann bauen wir uns hier einmal eine Mische für diese Köder, für diese Fische. Ich würde sagen, Leinsamen vielleicht als Basis. Dann gehen wir hier auf Flusskrebs. Natürlich nehmen wir das mit rein. Dann machen wir Flusskrebs hier die Feed Pellets mit drauf. Und so. Komplett auf den Flusskrebs. Und dann haben wir auf der anderen Köderkombi, gucken wir gerade nochmal rein, Flusskrebs komplett und dann haben wir Krabbe und Fisch. Jetzt könnten wir natürlich bei Krabbe und Muschel Soluble nehmen oder die Königskrabbe könnten wir auch nehmen. Krabbe und Muschel oder einfach nur, nee, einfach nur Krabbe haben wir nicht. Doch, wir haben hier unten einfach nur Krabbe Feed Pellets. Na, dann machen wir das doch so. Wir nehmen jetzt hier einfach nur die Krabbe Feed Pellets mit rein. So. Krabbe. Da sind sie. Wir nehmen natürlich schön die größten. Und dann haben wir hier komplett Flusskrebs und Krabbe. Und das Ganze wird natürlich auch noch mit dem Krebs abgeschmeckt. Ja, also eine komplette Flusskrebs und ein bisschen Krabbe-Kombination eben hier für diesen Spot. Und so werde ich das auch gleich nochmal weiter testen. Perfekt. So machen wir das ab in das PVA. Hier ist es. Und damit geht es dann gleich weiter, beziehungsweise ich werde wahrscheinlich gleich noch eine kleine Pause damit machen, dass hier der Spot vielleicht nicht komplett überfüttert wird, denn ich stehe ja hier schon relativ lang und habe immer mal wieder auch Futter reingeschmissen. So, Flusskrebs und Krabbe und wieder raus auf 25 Meter. Genau so, schön da rein in diesen Schatten, in die Reflexion von dem Baum auf, ja, wie gerade schon gesagt, 25 Meter und gib ihm. Ja, so sieht es aus. Ich würde sagen, wir gucken noch mal eben kurz rein in den Kescher. Ich glaube, das können wir mal eben kurz hier alleine lassen. Und dann bin ich gespannt, was die Fische denn so an Cash bringen. Und da sind wir auch schon. Ja, das Krasse ist, an der Stelle lief ja jetzt die Tage auch immer wieder auch der Kutum. Und deswegen baue ich jetzt gleich einfach nochmal das ganze Setup auch um auf Einserhaken, nicht ganz so groß. Und hoffe hier an der Stelle dann auch noch weiter auf Kutum. Denn wenn hier ein Kutum reingehen könnte, das wäre natürlich mega krass. Super seltener Fisch. Dann hätte man hier neben den ganzen anderen, die ja auch schon alle das Selten-Zeichen dran haben, dann hätten wir nochmal einen richtig krassen Bonus. Also, was haben wir hier? Aralbarbe kickt einfach übelst rein. 80 Silber, 80 Silber. Aber auch die hier sind gar nicht schlecht. Die kleinen Scherk, beziehungsweise der Glattstör 35, 24, 15 und so weiter. Ja, das passt doch. Das ist ganz okay. 300 Silber jetzt mit den paar Fischen. Ja, passt soweit. Allerdings von der Zeit her würde ich schon sagen, knappe 2 Stunden jetzt hier. Vielleicht nicht ganz durchgeangelt. Zwischendurch, wie gesagt, noch die Pause. Aber es ist soweit okay.
nehme ich gerne mit. Jetzt schnell wieder zurück. Ich baue gleich, wie gesagt, noch mal ein bisschen um. Auf den Einserhaken verwende jetzt die komplette Flusskrebsmische, wie gerade gezeigt. Und dann geht es weiter, auch in der Hoffnung, dass dann da vielleicht sogar auch noch Kutum reinballert. Das wäre der absolute Burner. Man muss bei solchen seltenen Fischen aber auch einfach ein bisschen Sitzfleisch haben und ein bisschen Ausdauer. Und irgendwann ballert aus Versehen mal ein dicker Brocken rein. Vielleicht ja bei dir schon. Von daher, Petri, Daumen da lassen, Kanal abonnieren nicht vergessen. Hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream. Jeden Tag ab 19 Uhr. Montags, Mittwochs und Freitags immer komplett Russian Fishing 4. Petri, bis zum nächsten Mal.